Hallihallo, Hallöchen, liebe Zuschauer. Ich grüße euch recht herzlich in einem neuen Video von mir und sage herzlich willkommen aus dem wunderbaren Moseltal. Ja, hier aktuell in dem Städtchen Moselkern. Hier war ich noch nicht, das ist nicht weit von Cochem entfernt. Aber Moselkern wird heute der Startpunkt unserer heutigen Tour werden. Und zwar habe ich geplant, von hier aus zur wunderschönen Burg Elz zu wandern. Ja, ich war schon mal dort, habe da allerdings nur so ein albernes Handyvideo gedreht und das war nichts. Und deswegen habe ich gedacht, nutze heute mal die Chance und besserst mal nach. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich denke mal, wir werden einige schöne Sequenzen drehen können. Ja, Moseltal, Mosel allgemein, wunderschön. Obwohl wir uns jetzt von der Mosel langsam entfernen müssen. Weil wir wollen zur Burg Elz. Das ist unser Ziel und deswegen seid gespannt, was euch erwartet. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid und sage wie immer bis gleich. Der war auf jeden Fall nicht so gut auf mich zu sprechen, aber ich denke mal, wow, schönes Gebäude hier, zeige ich euch mal. Richtig schön. Haus Burg Elz, ja, sieht toll aus. Richtig schön altertümlich, so wie auch allgemein das Örtchen hier auch mit seinen Fachwerkhäuschen wieder. Ganz typisch. Ich habe mal gerade geguckt, wie viele Einwohner das hier, das Städtchen Moselkern hat. Ja, 600. Hier ist, kann man jetzt so oder so sehen, absolut der Hund begraben. Oder hier hat man einfach seine Ruhe. Das kann sich jeder selber aussuchen. Aber auf jeden Fall richtig süß. Ja, ich denke mal, wir kommen gleich mal ein Stückchen weiter rein ins Zentrum. Boah, richtig warm, Leute, 12 Grad. Ich glaube, ich bin zu dick angezogen. Gleich rein ins Zentrum und von da aus muss irgendwo ein schöner Wanderweg direkt zur Burg führen. Ja. Boah, lassen wir uns mal überraschen, ne? Ja, laut Beschilderung sind es bis zur Burg Elz knapp 5 Kilometer. Ja, das ist ja machbar. Das ist ja ein kleiner Spaziergang. Aber gut, da soll ja auch unsere Runde noch nicht enden. Ja, wir wollen ja noch so ein bisschen rund um das Elztal noch so ein bisschen schauen, was hier noch Schönes zu besichtigen gibt. Ja, zum Wetter. Also das Wetter ist heute traumhaft. Richtig schön, 12 Grad, trocken. Gut, ein bisschen bewölkt. Aber ist jetzt nicht so, dass es regnen soll. Also Regen ist nicht vorausgesagt. Und Schwetzplatz, Elztal. Ah, wir nähern uns langsam den ruhigeren Gefilden. Hier so ein bisschen raus aus Moselkern. Ja, hier ein kleines Bächlein, was hier doch noch relativ Zug drauf hat. Wahrscheinlich, was wird das sein, Elzbach? Ja. Irgendwie so in der Richtung, ich denke mal schon, Elzbach, habe ich mal irgendwo gelesen. Hat ganz gut Zug drauf, ja, wahrscheinlich noch ein Stück Hochwasser. Aber auch das wird sich widerlegen. Ja, also, was ist das denn da? Sieht aus wie so eine kleine alte Fabrik. Ich würde sagen, die schauen wir uns mal an, weil die sieht verlassen aus. Vielleicht haben wir da einen Zugang. Aber Wahnsinn, die Gegend hier, das ist immer wieder, wenn man nicht selber hier ist, dann kann man das vielleicht auch nicht verstehen, was ich damit immer sage oder was ich meine.
Jetzt fährt hier die Polizei vorbei, denken schon auch, nanu, passt jetzt gerade gar nicht, dann vielleicht die Fabrik zu besichtigen, oder? Die denken sich bestimmt, ach guck mal da, der Film, der geht da bestimmt jetzt rein. Ja, mal schauen. Ist auf jeden Fall zu, aber sieht auf jeden Fall richtig, richtig toll aus. Ich zeige euch das mal. Hier gibt es auf jeden Fall keinen Zugang. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ist auch verboten, steht auch draußen dran, dass das Gelände videoüberwacht wird und man doch am besten davon Abstand nimmt, das hier zu betreten. Ja gut, habe ich eh nicht auf dem Schirm, habe ich auch gar kein Interesse. Hätte man jetzt drauf gekonnt, klar, wären wir mal reingegangen, aber wir wollen ja jetzt hier nicht den Maxen markieren. Deswegen wieder zurück auf unsere ursprüngliche Strecke in Richtung Burg Elz. Bis gleich. Soll ich sagen, Leute, alle Gebäude hier in der ersten Reihe leer. Jetzt dürft ihr dreimal raten, warum. Also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, ich denke mal, ihr wisst es auch, wenn man sich einfach mal hier nur diesen reißenden Bach anschaut, dann kann man sich in etwa vorstellen, wie das hier ungefähr vor 2 Wochen ausgesehen haben muss. Bedeutet, dass das hier alles unter Wasser stand, zumindest hier in der ersten Reihe. Kann ich mir gar nicht anders vorstellen und dementsprechend konnte man ja gerade auch in der einen Sequenz erkennen, hatte ich einfach mal reingeleuchtet, weil da waren die Scheiben eingeschlagen. Ja, hier ist, denke mal, wahrscheinlich auch durchs Hochwasser passiert, wie auch immer. Mal reingeleuchtet, konnte man ja sehen, die ganzen Sachen alles total schlammig, verdreckt. Und lässt darauf schließen, dass da das Wasser auf jeden Fall drin stand. Ja, ansonsten ein ganz beschauliches Örtchen, ruhiges Fleckchen. Die Leute sind ein bisschen knurrig, warum auch immer, keine Ahnung. Ah, Wahnsinn, mit der Fabrik da hinten, die hat schon was. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sehen kann, wie die da hinten so ein bisschen vorlugt. Vorlugt schon wieder die Polizei. So, und um das Ganze jetzt mal langsam zum Abschluss zu bringen, was sich hier mit diesem, oder was hier mit diesem geheimnisvollen Gebäude auf sich hat. Das ist eine alte Wollfabrik. Ja, hier wurde wahrscheinlich Wolle verarbeitet, wie auch immer. Ich hätte jetzt mehr auf so eine Mühle getippt, halt direkt, weil die zack, direkt hier an dem Bach liegt, aber nö, eine Wollfabrik. Aber ansonsten wirkt das Städtchen hier ziemlich ausgestorben, muss ich sagen. Hier Elztalhalle. Hier sind bestimmt die ein oder anderen Veranstaltungen mal oder haben einfach mal stattgefunden, aber sieht auch komplett leer, verlassen. Ja. Gut, vielleicht liegt es auch daran, dass keine Saison ist an der Mosel. Ja, alle Ferien, Wohnungen, Hotels, alles leer. Das wirkt irgendwie alles so ausgestorben. Ich komme hier gerade vor wie der einzige Mensch auf Erden. Ja, so ein bisschen beängstigend, aber natürlich auch schön, weil ich habe gerne meine Ruhe. Ne? Muss nicht 1000 Leute um mich rum haben, hatte ich ja schon mehrmals gesagt. Auch nicht schlecht. Altdeutsche Wetterstation. Seht ihr das? Habe ich schon mal gesehen, aber ist witzig. Stein schaukelt, Stein ruhig. Stein schaukelt, Wind, Stein ruhig, Wind stille. Stein nass, Regen. Stein trocken, kein Regen. Stein wirft Schatten, Sonne. Stein weiß, Schnee. Stein löchrig, Hagel. Stein unsichtbar, Nebel. Stein runtergefallen, Erdbeben. Stein weg, na? Richtig, geklaut.
Ja, ich befinde mich jetzt aktuell auf dem Moselsteig. Ja, schöne Etappe auf jeden Fall hier. Die ganze Zeit vom Bächlein hier begleitet. Wunderbar ruhig. Keine Menschenseele. Und das Wetter hält auch mit. Oder hält durch, sagen wir mal so. Kein Regen. Einziges, ich bin ein bisschen warm angezogen, hatte ich euch vorhin schon mal gesagt. Oder kurz angeschnitten. Also die ein oder andere Jacke hätte ich mir heute dann doch sparen können, weil ist dann doch durch die Bewegung schon relativ kuschelig, kann man mal so sagen. Ja, ah, schön. Hier auch mal die umgestürzten Bäumchen. Das hat schon was. Ja. Ist schon schön hier. Und ich kann das immer wieder nur wiederholen. Bewegt euch selber auch mal oder probiert es mal aus. Und der ein oder andere, der es vielleicht noch nicht gemacht hat, einfach mal testen, ausprobieren. Ich möchte es nicht mehr missen. Man lernt sehr viel kennen in der Region um Deutschland. Es gibt so viele schöne Wanderungen, die man machen kann. So viele interessante Regionen, die man besuchen kann. Man braucht noch nicht mal viel Zeit. Man setzt sich morgens ins Auto und zack, fährt anderthalb Stunden, zwei Stunden. Kommt drauf an, von wo ihr kommt, wo ihr wohnt. Dann seid ihr hier, ja, in der Region rund ums Elztal, Moseltal Schrägstrich. Ja, jetzt sehe ich schon, blüht uns ein anständiger Anstieg. Wenn ich die Treppe sehe, ja, da wird mir gleich noch wärmer, ohne dass ich die Treppe überhaupt betreten habe. Bis gleich. So, liebe Leute, ging nicht mehr. Ich musste mich von meiner dicken Jacke trennen. Ja, die ist jetzt im Rucksack verschwunden. Es ist einfach zu warm. Ja, kein Lüftchen. Wenn ich überlege an meiner Anreise hierhin heute, wenn ich darüber nachdenke, ein Sturm. Ja, Wahnsinn. Ich bin fast von der Autobahn geweht worden mit meinem Auto. Musste man schon aufpassen. Beide Hände ans Lenkrad. Ja, ja, aber hier wunderbar, richtig schön. Schöne, schmale Wege. Muss man auch so ein bisschen gucken, wo man hintritt. Sonst kann man hier auch den einen oder anderen sittig machen. Und das geht rucki zucki. Na gut, ich bin vorsichtig, ich pass auf. Ja. Und somit würde ich sagen, melde ich mich gleich zurück. Ja, Burg Elz, denke ich mal, nach 40 Minuten. Und ich will euch nämlich hier noch so ein bisschen diese malerische Gegend präsentieren. Bis gleich. Also Leute, ich kann nur sagen, wunderbarer Zuweg hier zur Burg Elz. Bisschen mit Anstieg verbunden, lässt sich nicht vermeiden. Aber zum Wandern wirklich ein Paradies. Ja, schmale Pfade, allerdings sehr, sehr rutschig. Man sollte schon aufpassen und hier nicht mit Turnschuhen lang hüpfen. Also feste Schuhe ist unbedingt ein Muss, ja, um hier die Wege zu bestreiten. Ja, ich muss selber jetzt ein bisschen gucken. Nicht, dass ich mich lang mache. Aber man wird natürlich dann auch mit so einer Aussicht belohnt. Und ich sag mal so, das
die Hauptsehenswürdigkeit, ja, weswegen wir hier sind. Aber es ist schon schön, wenn man hier so runter guckt. Guckt euch halt mal an da hinten mit dem Bachverlauf. Wunderbar. Toll. Und auch hier wieder diese moosbedeckten Bäume. Ja? Die schimmern wie Neonbäume, wie in so einem Neongrün. Irgendwie ganz komisch. Und darüber war ich stehen geblieben. Hauptsehenswürdigkeit Burg Eltz. Ja, da bin ich schon gespannt. Eins kann ich euch allerdings direkt sagen. Die Burg ist geschlossen. Also wir werden dort nicht reinkommen. Die Burg eröffnet allerdings wieder am 24.03. Ja, da könnt ihr wieder von innen die Burg besichtigen. Ja, ich laufe jetzt mal noch ein Stückchen hier durch die wunderbare, tolle, frische Natur hier. Ja, herrlich, herrlich. Und vor allem, man ist komplett alleine. Hier ist kein Mensch. Ja, guckt euch das mal an. Aufpassen natürlich, ne? Weil das geht hier richtig runter. Das sind bestimmt 40 Meter. Ja, und ich übertreibe nicht. Ja, absolut nicht. Also, wenn du hier einen Flattermann machst, vor allem, ich finde hier auch keine Sau hier. Handyempfang ist auch ganz schwierig. Das ist auch ganz schlecht. Hin und wieder hast du mal Ausfälle, Funklöcher. Aber egal, wer braucht hier schon ein Handy? Oder? Weiter geht's. Selbstverständlich bergauf. Weiter geht's. Also hier sollte man auf jeden Fall, ja, ihr seht ja die Breite des Weges, ja, hier sollte man trittsicher sein. Ansonsten gibt's eine kalte, feuchte, nasse Abkühlung. Ja, im besten Fall. Jo. Mal gespannt. So langsam lernen wir uns unserem Tagesziel. Komplett außer Atem. Ich werde gleich mal schauen, dass ich irgendwo ein Päuschen machen kann. Bis gleich. Ist natürlich jetzt schlecht. Irgendwie führt hier nirgendwo mehr ein Weg entlang. Nicht erkennbar. Also ich weiß nicht, ob ihr hier irgendwie einen Weg erkennen könnt. Aber ich nicht. Das ist jetzt ganz doof. Jetzt stehst du hier oben auf irgendeinem, was weiß ich hier, Berg und findest den Weg nicht, weil es ist kein Schild da, nichts. Und die Wege, die sehen jetzt auch nicht irgendwie wirklich nach Weg aus. Auch nicht abgetrampelt. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, Leutchen, bringt alles nichts. Ich irre hier rum wie so sonst was irgendwie. Ich habe total die Orientierung hier verloren. Ich kann ja froh sein, dass es nicht dunkel ist. Aber ich muss jetzt irgendwie noch mal gucken, dass ich zu dem Schild, ja, wo wir gerade schon vorbei sind, Burg Eltz, das war ja ausgeschildert. Hier geht es nur noch hoch. Ja, ich weiß nicht, kann man das sehen? Hier geht es nur noch hoch. Ich gehe jetzt mal hier runter. Guck mal, ob wir hier irgendwie wieder zurückkommen. Hier musst du höllisch aufpassen, das ist hier so rutschig. Unter dem Laub siehst du die Steine nicht. Da rutsche ruckzuck weg. Nee, das war auch nichts. Oh, das ist ja jetzt irgendwie doof. Ich bin ja irgendwie, ich weiß ja nicht, talentiert dafür, mich zu verlaufen. Aber ich bin diesmal einfach nur dem Schild gefolgt. Ja, was anderes habe ich nicht gemacht. Jetzt geht es hier wieder runter. Das sieht schon irgendwie nach Weg aus hier, aber bestimmt nicht da runter. Ich glaube nicht, dass das ein Wanderweg ist. Das ist eher ein Weg zum Sterben, aber kein Wanderweg. So, mal sehen. Irgendwo muss das Schild ja wieder sein, was wir gerade schon hatten. Weiter geht es. Drückt mir mal die Daumen. Ja, liebe Leute, so kann man den Weg natürlich nicht finden, wenn jemand, wie hier zu erkennen, ja, der Weg, der zeigt
hier lang, hier runter und nicht da hoch, da wo ich hoch bin. Ja, der Weg geht da lang. Aber irgendjemand hat hier den Pfeil abgebrochen und somit ist das irreführend. Gut, hier oben hat jetzt jemand das abgebrochene Stück wieder draufgesteckt. Aber das war jetzt, gut, durch die Form jetzt hier sah das auch so ein bisschen wie ein Pfeil. Und dementsprechend habe ich mich natürlich verlaufen. Ja, noch nicht mal mein Fehler. Aber gut, jetzt geht es erstmal weiter. Und vor allem, es geht ein bisschen bergab jetzt. Das ist ganz schön, weil ich ja doch ordentlich schwitze. Ja, und so langsam hätte ich auch mal Lust, irgendwo ein kleines Päuschen zu machen. Ja, ich hatte mir ja ein bisschen was zu essen und zu trinken angepackt. Und so langsam meldet sich der Magen zu Wort. Und ich hoffe mal, dass wir hier gleich mal irgendwo eine Bank, Schutzhütte oder wie auch immer auf dem Weg haben, damit ich mich mal 5 Minuten ausruhen kann. Bis gleich. Liebe Leutchen, trotz aller Schikanen, Höhen und Tiefen, wir haben unser Ziel erreicht. Und das auch noch im Hellen. Mir graut es schon vor dem Rückweg, weil ich gehe mal davon aus, dass ich da auf jeden Fall in die Dunkelheit kommen werde. Ja, hier geht das noch mal schneller im Tal. Und, aber gut, ich bin bewaffnet, ich habe meine Stirnlampe eingepackt, meine Kameraleuchte. Also ich werde es auch im Dunkeln zurückschaffen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Burg Elz. Bis gleich. Ja, Leutchen, einfach nur traumhaft, ja, wie sich diese Burg hier ins Tal einpflegt, aber Obacht, ja, falscher Schritt hier, dann wartet mit Sightseeing. Ja, auf jeden Fall im Hintergrund die wunderbare Burg Elz. Ja, hier soll es noch einen schöneren Aussichtspunkt geben, Petersköpfchen. Ja, und da dachte ich mir, machen wir noch mal einen Abstecher hin und mal gucken, wie die Sicht dann von dort ist. Wetter hat sich auch noch top gehalten. Wahnsinn, guckt euch mal an hier. Diese Felsformationen. Das wirkt irgendwie künstlich, ja? Ist es aber nicht. Das ist nicht künstlich. Oh, Wahnsinn, guckt mal. Also diese Burg lädt auf jeden Fall zum Besuchen ein. Das kann ich euch versprechen. So, wo sind wir denn hier? Ach so, übrigens Drohnenverbot. Ja, wer meint, er kann hier hinkommen und mit seiner Drohne fliegen, das ist hier, ja, kann ich euch kurz zeigen, das ist hier nicht gestattet. Ja, gut, ist ja auch nicht verkehrt. Das wäre ja auch wirklich blöd, wenn jetzt hier jeder mit seiner Drohne rumflattert. So, ich bin natürlich auch froh, weil wo ich das letzte Mal hier war, da war die Burg noch, die wurde restauriert aktuell. Und war so ein bisschen eingehüllt von Baugerüsten. Und deswegen bin ich ganz froh, dass die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind und ich heute einen tollen Blick auf die Burg genießen dürfte. Bis gleich.
Ah, das mit dem Petersköpfchen. Da hatte ich mich jetzt doch irgendwie ein bisschen getäuscht. Das ist wohl nur ein Wanderweg. Ist kein Aussichtspunkt. Aber ich habe von Weitem gesehen, dass hier oben auf jeden Fall so eine kleine Burgruine stand oder steht. Und da wollte ich mal probieren, hochzukommen. Ist zwar ordentlich mit Höhenmetern verbunden, das sehe ich schon. Aber ich würde es gerne versuchen, um vielleicht von dort oben noch ein paar schöne Aufnahmen zu machen. Aber es ist wirklich so, ich komme mir gerade hier vor wie der König der Mosel oder der König der Eifel. Hier ist kein Mensch, kein einziger Mensch. Ja, selbst wenn man hier im Sommer ist, denke ich mal, wird man hier immer irgendwelche Touris vorfinden. Aber bei mir, ich bin der Einzige hier und das freut mich doch sehr. So, jetzt muss ich mal schauen. Hier geht es jetzt steil berghoch nach oben und da ist die Ruine. Ihr werdet die wahrscheinlich nicht sehen. Ich kann es mal versuchen. Aber nee, ihr werdet die nicht sehen. Das hat keinen Sinn. Aber ist auf jeden Fall noch mal ein Stück hoch. Ein paar Höhenmeter. Aber auch nichts ausgeschildert irgendwie. Naja, ich probiere mal mein Glück. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Bis gleich. Ich werde es auf jeden Fall wagen, diesen Aufstieg, weil ich denke mal, oh Vorsicht hier, die Sicht von da oben, ja, ist bestimmt sehr vielversprechend. Ja, nochmal richtig schön, ach da ist die Ruine, genau, nochmal eine schöne Aussicht auf die Burg zu erhaschen, weil jetzt ist das Wetter auch noch schön, ein bisschen aufgeklärt, blauer Himmel, Sonne. Der Wind legt ein bisschen zu, aber das stört mich nicht. Ganz im Gegenteil. So, ich bin mal gespannt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Lassen wir uns mal überraschen. Bis gleich. So, liebe Leute, ja, der Zugang zu dieser Burgruine ist leider versperrt, sodass ich so ein bisschen vom Rand die Möglichkeit hatte, nochmal schön die Burg vor die Linse zu bekommen. Ha. Hat sich auf jeden Fall schon wieder gelohnt, hier hoch zu kraxeln. Ja, ich sag mal so, wir haben unser Tagesziel dann, denke ich mal, auch erreicht, volle Punktzahl erreicht auch, ja, sodass ich mich jetzt langsam, aber sicher auf den Rückweg machen muss. Oh Mann, wie komme ich denn hier wieder? Weil es ja immer noch relativ schnell dunkel wird und ich nicht unbedingt im Dunkeln ja, zurück durch den Wald möchte, laufen möchte. Ich habe zwar alles dabei, Taschenlampe etc., Stirnlampe, Filmlampe, also es würde jetzt nicht wirklich wäre jetzt nicht schlimm, aber muss man ja nicht haben unbedingt. Ne? Vor allem, man sieht nichts mehr. Ich kann euch nichts mehr präsentieren. Im Dunkeln ist zwar gut munkeln, aber nicht gut filmen. Ja, von daher steige ich jetzt erstmal ab hier. Guck, dass ich mir nicht noch auf den letzten Metern die Knochen breche. Ja, und dann suche ich mir langsam auch mal ja, ein Plätzchen. Hoppala. Wo ich ein Päuschen einlegen kann. Ich habe hier extra richtig mit viel Mühe heute Morgen lecker Schnittchen geschmiert. Was heißt Schnittchen? So Brötchen, so Toasties mit Pfälzer Leberwurst. Hm. Wenn ich dran denke, läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Aber wie gesagt, jetzt erstmal heil hier absteigen und dann melde ich mich gleich,
wenn ich ein schönes Plätzchen gefunden habe, wo wir ein kleines Päuschen einlegen können. Oh, bis gleich. Endlich ein Plätzchen gefunden zum Pause machen, Leute. Ich kann es ja gar nicht glauben. Ja, und wie versprochen, zeige ich euch noch mal kurz, was ich dabei habe. Zwei lecker Würstchen und hier Toasties mit Pfälzer Leberwurst. Nee, ich lasse es mir jetzt erstmal schmecken, wechsle gleich mal kurz den Akku, trinke noch eine Kleinigkeit und mache mich dann langsam auf den Rückweg. Ja, aber ich melde mich gleich nochmal bei euch. Ich habe Hunger. Bis gleich. Herrlich, herrlich, liebe Leute, kann ich nur sagen. Schön gestärkt. Was ihr gegessen, was ihr getrunken, richtig lecker wart. Die Würstchen sind mit Käse gefüllt. Richtig lecker. Muss ich euch mal eine Empfehlung aussprechen oder eine Empfehlung raushauen. Also diese Rindswürstchen mit Käse gefüllt, ein Traum, auch kalt. Ja, jo, dazu ein bisschen Iso, bisschen Brötchen, Pfälzer Leberwurst, hatten wir ja schon gesagt. So, jetzt mache ich mich auf den Rückweg. Musste mir jetzt noch mal ein Jäckchen überziehen, weil es jetzt doch ziemlich frisch wird. Wir haben jetzt 16 Uhr. Ja, ich habe noch 7 Kilometer werden es noch sein vor mir. Das bedeutet, dass ich wahrscheinlich dann in die Dunkelheit geraten werde. Und das natürlich bei diesen steilen Wegen vorne im Tal. Ja, da kommt Freude auf. Naja gut, ich gebe Gas. Versuche einigermaßen noch in... Ja, am Helm werde ich nicht mehr schaffen, aber vielleicht klappt ja doch. Mal gucken. Ich halte euch auf dem Laufenden und sage hier schon mal Tschüss. Also ich sage der Burg Elst Tschüss, nicht euch. Euch sage ich später Tschüss. Ihr kennt das. Ich mache mich jetzt erstmal auf die Socken. Gestärkt in Richtung Moselkern. Zurück zum Auto. Bis gleich. Da bin ich schon wieder. Ja, ich wollte euch nur noch mal kurz zeigen, was ich eben meinte mit den schmalen Wegen und mit der Höhe hier. Ja, ich denke mal schon, dass man das gut erkennen kann. Also weshalb man besser hier nicht im Dunkeln läuft, weil die Wege sehr, sehr schmal, sehr, sehr rutschig. Ja, vor allem rutschig aktuell und schmal sind. Ja. Viele Stolper fallen hier, Steine ragen raus, Wurzeln. Ja, da kommt auch wieder so eine prägnante Stelle. Das sieht mir auch schon wieder alles ziemlich rutschig aus. Also ich glaube bei Minustemperaturen, wenn du hier bei Minustemperaturen gelaufen bist, wärst, wenn hier alles gefroren ist, hier wie diese Steine, sieht man gleich, wenn ich drüber bin, denke ich. Also da machst du auf jeden Fall, schmierst du auf jeden Fall ab. Hier hast du nirgendwo Halt. Deswegen meine Info. Ja, für die Strecke hier Richtung
Also kommend von Moselkern in Richtung Burg Elz. Ja, feste Schuhe, unbedingt festes Schuhwerk. Ja, das ein oder andere Getränk. Und ja. Ah, hier mein Navi quasselt schon wieder mit mir. Ich habe heute mal diese App mitlaufen lassen, um mal zu gucken. Höhenmetertechnisch, kilometertechnisch. Ah, hier, überall. Hier machst du einen falschen Schritt, dann ist hier Schicht. Ja, wie gesagt, festes Schuhwerk auf jeden Fall. Ja, angemessene Klamotten, also nicht hier mit Jeanshose oder so. Schon, denke ich mal, passende Wanderklamotten anziehen. Bei den Temperaturen gut, heute geht es. Aber es wird halt zum Abend hin. Wahnsinn, Leute, hier ist. Ich kann euch auch gar nicht angucken, weil wenn ich mich weggucke und mache hier einen falschen, dann ist hier Flugalarm. Nee, also wie gesagt, vernünftige Klamotten, Wanderklamotten, schöne warme Jacke auf jeden Fall einpacken. Kann man ja ausziehen. Aber ich sag mal so, besser was ausziehen können, als nichts zum Anziehen zu haben. Wahnsinn, hier, guckt euch das an. Auch diese Schluchten hier. Hier fließt ein kleiner Bach einfach mal durch. Ja, das ist alles Tauwasser noch von den letzten Tagen. Ich war ja erst vor kurzem hier in der Eifel. Hier ist noch ein bisschen gefroren. Zum Winterwandern. Das war traumhaft, sage ich euch. Also wer das Video noch nicht gesehen hat, unbedingt mal reingucken. Das war wirklich, also ich glaube, möchte schon fast sagen, so eine schönste Wanderung, die ich bisher in meiner Wanderkarriere gemacht habe. Also wunderbar. Ich mag ja sowieso Schnee. Und wenn dazu noch die Sonne scheint, ist das wirklich ein toller Cocktail, den man sich dann in dem Moment schmecken lassen kann. Ja, die Wege werden schmaler. Der Parkplatz ist nicht mehr weit. Ja, ich melde mich gleich nochmal. Auf jeden Fall zum Tschüss sagen. Bis gleich. Ja, hier im Hintergrund Restaurant, Gasthof, Ringelsteiner Mühle. Ja, auf jeden Fall schön. Hier mitten im Tal gelegen, richtig toll. Ja, das einzige Restaurant bis zum Moseltal. Naja, wenn das kein Grund ist, hier essen zu gehen. So, ich weiß nicht, ob man es gerade erkennen konnte. Ich laufe hier gerade an so einer Alpaka-Farm vorbei. Die sind gerade alle ins Bettchen gerannt. Ja, die müssen wahrscheinlich jetzt schlafen. Standen gerade wie in Reihe und Glied, alle nebeneinander und dann auf einmal flotte Hufe, ab im Bettchen. Naja, ist ja auch schon Zeit für Alpakas schlafen zu gehen. Ja gut, also ihr seht, aktuell ist es noch hell. Achso, kurz nochmal zurück, dieser Ringelsteiner Mühle. Ich habe da mal auf die Speisekarte geguckt. Also ich mache da jetzt keine Werbung für, um Gottes Willen. Aber das, was da drauf stand, hat sich auf jeden Fall sehr gut angehört. Ja. Schön lecker Schnitzelchen in allen Formen und Farben, Variationen, richtig toll. Ja, gut. Wie gesagt, weit haben wir nicht mehr. Ich denke mal noch 2 Kilometer. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Dann sind wir am Auto. Und ja, ich würde sagen, bis gleich. So, ich habe gerade mal geguckt. Ich wollte euch ja noch ein paar Eckdaten geben. Und zwar zu dieser Tour. Ich habe gerade diesmal alles aufgezeichnet. Ja, schauen wir mal rein.
So, und zwar, also wir sind um 13 Uhr bin ich gestartet am Parkplatz Moselkern, ja, direkt im Zentrum vom Moselkern oder wie gesagt, oder am Bahnhof. Ist ja ein sehr kleines Örtchen, hat ja schon mal erwähnt, 600 Einwohner. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht so wirklich, wo da das Zentrum ist. Aber wir nehmen jetzt mal den Bahnhof und ja, dann sind wir, wie gesagt, 13 Uhr sind wir gestartet. Jetzt haben wir 16.50 Uhr. Sind wir knapp 4 Stunden unterwegs. In der Zeit haben wir jetzt 10,6 Kilometer zurückgelegt. Das ist nicht viel. Ja, das weiß ich selber. Aber war auch nicht mein Ziel, hier hunderte Kilometer zu schrubben. Und wir haben 328 Meter Anstieg. Ich sage mal, auf so eine kurze Strecke ist das jetzt nicht wenig. Ja? Hoch bis zur Burg Elz. Aber man kommt auf jeden Fall auf seine Kosten, auch in den 4 Stunden, die mir persönlich ja auch reichen, weil ich ja auch davon ausgehen muss, dass es immer noch schneller dunkel ist und wird. Und deswegen bin ich da eigentlich relativ zufrieden mit. Wir haben jetzt noch 2 Kilometer, 2,5. Also dass wir so am Ende des Tages so bei 12, 13 Kilometern irgendwo landen. Und im Vordergrund, wie gesagt, für mich steht ja immer die Bewegung, rauszukommen an die frische Luft. Wir hatten mit dem Wetter auch richtig Glück. Heute Vormittag hat es noch geregnet, wie das Eimern bei uns. Aber das Wetter hat sich dann doch noch gedreht. Zu meinen Gunsten. Ja, zu unseren Gunsten. Ja, wie gesagt, 2,5 Kilometer bin ich am Auto. Und würde mich dann dort nochmal von euch verabschieden. Und bis dahin gebe ich noch ein bisschen Gas und sag mal bis gleich. Was mir immer auffällt, wenn ich in der Eifel bin oder an der Mosel. Moment, ich muss mal kurz die Katze. Ja, fein, ne? Ja, fein. Ja, fein. Ja, ich muss mal kurz das Katerchen retten. Das arme Tierchen saß am Straßenrand. Von hinten kam gerade ein Auto an. Geflogen förmlich. Und da habe ich gedacht, ich werfe mich einfach mal dazwischen und schaue, dass dem Tierchen nichts passiert. Das muss ja auch nicht sein. Ja, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ach so, ich laufe ja jetzt hier gerade durch Moselkern. So ein bisschen am Rand vom Moselkern. Und wollte sagen, dass ich es immer sehr beachtlich finde, sehr erstaunlich, wie die Leute sich das hier alles so zurecht machen, wie die hier leben, was die für so eine Lebensweise haben, so ruhig, entspannt hier mitten im Tal, an dem schönen Bach. Ja, immer alles schön dekoriert, ja, ob Weihnachten ist oder was, Ostern. Die Vorgärten sind immer schön dekoriert. Ja, ich finde das richtig nett. Das Ganze strahlt immer so eine richtige Ruhe aus, die man irgendwie nur beschreiben kann oder eigentlich gar nicht beschreiben kann. Ja, die muss man erleben. Das heißt, am besten mal herfahren und euch mal selber ein Bild davon machen, was ich meine. Ja, auch dieser Duft und dieser Nebel, der hier in den Bäumen hängt von diesen. Ich denke mal, hier wird jedes Haus ja irgendwo noch einen Ofen oder Kamin haben. Dieser Duft hier nach diesem verbrannten Holz, ja, das hat was. Ich weiß nicht, da kommt man, man kommt richtig runter. Richtig toll, muss ich sagen. Deswegen bin ich auch so gerne hier, weil hier ist die Zeit auch stehen geblieben. Hier ist irgendwie, ja, alles so ein bisschen ruhiger. Ich habe mir schon oft die Frage gestellt, wie das wohl ist, wenn man hier wohnt. Ist man hier glücklich? Fühlt man sich hier wohl? Hat man hier alles, was man braucht? Oder fällt einem irgendwann hier die Decke auf den Kopf? Sehnt man sich wieder nach der Stadt? Nach dem Trubel? Nach dem Krach? Nach dem Lärm? Nach Geschäften? Weiß ich nicht. Da habe ich schon oft drüber nachgedacht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so ist. Ob ihr euch vorstellen könntet, ja, so ländlich zu leben. Also hier ist ja wirklich nichts. Hier ist ja wirklich nichts. Ja. Außer wirklich Natur pur, Ruhe. Und ich sag mal, das ist auch viel. Ne? Also das ist nicht nichts, sagen wir mal so. Das ist auch viel irgendwo. Ja, gut. Ich rede schon wieder zu viel. Ich merke das schon. Aber ich bin gleich am Auto, mach gleich nochmal mein Schlusswort parat und dann habt ihr eure Ruhe. Bis gleich.
ist ja mit Sicherheit bestimmt richtig schön, hier so in erster Reihe zu wohnen und das Lauschen vom Elsbach zu genießen. Aber Leute, ich sage euch ehrlich, ich würde nicht wirklich ein Auge zukriegen. Ja? Ich war im Ahrtal gewesen, hatte da auch eine Doku gedreht. Die Videos könnt ihr euch gerne anschauen. Und ja, da wird es einem schon anders. Und irgendwie erinnert mich das Ganze hier so ein bisschen daran. Ja, die Häuser hier direkt erste Reihe, der reißende Elsbach. Ja, gut, wollen wir jetzt mal nicht hoffen, aber das ist hier wahrscheinlich auch vorstellbar, dass sowas mal passiert. Wie gesagt, wir wollen es nicht hoffen, aber irgendwie kam ganz dunkle Erinnerungen gerade hoch. Naja, wir sind gleich am Auto, wir haben es gleich geschafft. Bis gleich. So, meine Lieben, Ziel erreicht und auch gleichzeitig unseren heutigen Startpunkt. Wir sind ja von hier gestartet, Moselkern direkt an der Mosel, am Moselufer, was aktuell noch ein Stückchen Hochwasser trägt, aber auch das wird sich in den nächsten Tagen, denke ich mal, wieder beruhigen. Ja, was gibt es zu unserer Route zu sagen? Ja, auf jeden Fall sehr sehenswert, die Burg sehr sehenswert, ja. Ist auf jeden Fall eine Reise wert und gehört auf jeden Fall zum Pflichtprogramm für jeden Wanderer, dort mal gewesen zu sein. Ich sag mal so, das ist jetzt wirklich auch die Runde vom Moselkern zur Burg Elz. Ist jetzt nichts für schwache Nerven. Ja, man sollte schon so ein bisschen Grundkondition mitbringen und jetzt nicht wirklich wie so ein nasser Sack da versuchen, da von hier bis da drüber zu laufen. Das ist schon nicht ohne. Einige Höhenmeter, in Summe waren es jetzt 360. Ich habe gerade nochmal geguckt. Wir sind bei 12 Kilometer, 12,5 in Summe, also hin und zurück. Ist jetzt auch machbar, klar. Nur nicht zu unterschätzen, gerade von den Höhenmetern. Ja, ich sag mal so. Zweite Mal würde ich jetzt nicht nochmal wiederkommen. Da würde ich mir lieber nochmal was anderes raussuchen. Oder man macht es halt so, dass man wirklich dann nochmal kommt, wenn die Burg geöffnet ist, dass man nochmal eine Besichtigung macht. Aber das ist jetzt erstmal für die Zukunft nicht geplant. Ja. Ja, ansonsten werde ich mich jetzt ins Auto schwingen und nach Hause fahren. Ja, das reicht für heute. Wir haben es Gott sei Dank im Hellen geschafft. Ihr seht es. Ja, wunderbar. Es ist Gott sei Dank jetzt schon länger hell. Die sind grau und grau. Ist ja auf Dauer schon nicht mehr. Das war nichts. Gut, ich will euch nicht weiter vollquasseln. Ich habe heute schon genug geredet. Würde mich jetzt hier an der Stelle verabschieden. Bedanke mich natürlich wieder fürs Einschalten. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, sag einfach mal bis zum nächsten Mal und tschüssi.